und vielleicht auch als Information für dich. Deine gesamte Vergangenheit, alles, was du in deinem Leben jemals getan hast, ist komplett vergangen. Ausgelöscht. Du bist jetzt ein neugeborener Mensch. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Glaubst du an Gott? Ja. Okay. Welche Religion gehörst du an, wenn ich fragen darf? Evangelisch. Du bist evangelisch. Ja. Glaubst du auch oder ist das so, ja, ich bin evangelisch aufgewachsen, deswegen bin ich evangelisch? Ich wurde konfirmiert und ich glaube auch an Gott. Okay. Definitiv. Welche Rolle spielt Jesus für dich? Eine große Rolle. Er beschützt mich, er gibt mir Kraft. Okay, und was ist Jesus für dich? Jesus ist ein Mann, der im Himmel ist und immer gut ist. Okay, aber ist er Gott? Ist er ein Prophet? Ist er ein Mensch? Was ist er? Für mich ist er Gott. Gott für dich? Ja, okay. Definitiv. Glaubst du an die Trinität also? Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist? Genau. Okay, hast du dich schon mal mit diesem Gotteskonzept näher beschäftigt? Ja, ich wurde konfirmiert damals. Und deswegen kenne ich mich da eigentlich ganz okay aus. Warte mal hier hinten. Warte mal da. Okay. Wenn ich dich jetzt frage, die Trinität ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt den Vater, das ist der, ist Gott, der Vater ist Gott. Genau. Dann gibt es den Sohn, das ist Jesus, der ist auch Gott. Genau. Und dann gibt es den Heiligen Geist, der ist auch Gott. Ja. Der Vater ist aber nicht der Sohn, der Sohn ist aber nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Das heißt, wir haben drei Entitäten, aber nur einen Gott. Ja. Macht das für dich Sinn, dass wir drei Entitäten haben, aber gleichzeitig behaupten, dass es nur ein Gott ist? Definitiv. Wie kriegst du das unter einen Hut, dass du drei Entitäten hast, die alle voll unabhängig voneinander Gott sind, aber es ist nur einer? In der heutigen Zeit ist das wohl so. Ist das einfach so, Mann. Es ist Gott, es ist Jesus, es ist Heiliger Geist, das ist alles. Okay, was, wenn ich dir eine Alternative aufzeige, die sinnvoller ist als das? Und das wäre? Sinnvoller im Sinne von, ich möchte gar nicht den christlichen Glauben irgendwie, ich möchte gar nicht respektlos sein gegenüber der christlichen Religion, aber meine persönliche Meinung ist, und ich habe mich über die Jahre mit sehr vielen Christen unterhalten. Ja. Meiner Ansicht nach macht diese Trinität logisch betrachtet einfach keinen Sinn. Es ist für mich unlogisch. Dieses Konzept funktioniert nicht, dass man drei Entitäten hat, die völlig unabhängig voneinander sind, alle vollständig Gott sind, aber es soll nur ein Gott sein. Das funktioniert einfach nicht, logisch nicht. Und deswegen finde ich, macht dieses Gottesbild nicht ganz Sinn. Nee, weil es zu viele sind, auch von den Ländern her zu viel. Mit Allah, mit Gott. Ne? Wer ist jetzt eigentlich wer? Genau. Weißt du? Und da muss man sich jetzt als ein Mensch, der ehrlich auf der Suche nach der Wahrheit ist, muss man sich vielleicht mal mit der Frage beschäftigen, welche dieser Religionen, die von sich behaupten, dass sie die Wahrheit sind, ist denn jetzt die richtige Religion? Weil das behauptet ja jede Religion von sich. Definitiv. Und ich würde erst mal behaupten, dass es grundsätzlich nur Sinn macht, dass es einen einzigen Gott gibt und nicht mehrere Götter. Ja, da hast du auch völlig recht. Also würdest du dem zustimmen? Auf jeden Fall. Also ich könnte das jetzt natürlich ausführen, warum ich denke, dass es Sinn macht, dass es nur einen einzigen Gott geben kann. Aber da du mir jetzt zustimmst, mache ich mal weiter. An wen glaubst du? Ich glaube an Allah. Ja? Ich glaube, dass Allah, ja, dein Schöpfer, mein Schöpfer, der Schöpfer von Himmel und Erde, der einzig wahre Gott ist. Dass es nur einen Gott gibt, der anbetungswürdig ist. Und das ist Allah. Ja, für die Welt muss es nur einen Gott geben. Richtig. Es kann ja nur einen Schöpfer geben. Genau, es kann nicht funktionieren, dass es von Land zu Land so viele Götter gibt. Geht genau. Nicht. Und ich würde dir vielleicht mal jetzt einen kleinen Einblick darin geben, wie der islamische Glaube aussieht. Ja. Wir glauben im Islam nämlich nicht, dass der Islam eine neu erfundene Religion ist, die vor 1400 Jahren aus dem Nichts, aus dem Vakuum heraus entstanden ist. Sondern wir Muslime glauben an dieselben Propheten, an denen auch die Christen und die Juden glauben. Wir glauben an Abraham, an Adam, an Noah, an David und so weiter. Die Juden glauben nicht an Jesus. Sie akzeptieren Jesus nicht. Nee, machen sie auch nicht. Neben den Christen sind wir Muslime die Einzigen, die auch an Jesus glauben. Ja. Wir glauben auch an Jesus. Und es ist sogar eine Säule des Glaubens, dass man an Jesus glauben muss. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dass er ein Prophet Gottes ist, dann bist du kein Muslim im Islam. Deswegen, der Islam ist eine Fortführung der vorangegangenen Religionen,
da der Islam sagt, dass die vorherigen Religionen verfälscht wurden. Das ursprüngliche Judentum und die Tora, was Moses offenbart wurde, wurde mit der Zeit verfälscht. Deswegen hat Gott Jesus gesandt als Propheten auf diese Erde, um die Menschen wieder zum wahren Weg aufzurufen. Dann wurde die Bibel, das Evangelium, verfälscht. Mit der Zeit, nachdem Jesus, die Muslime glauben nicht daran, dass Jesus gestorben ist, aber nach Jesus wurde dann auch das Evangelium verfälscht und der Glaube der Menschen wurde auch korrumpiert mit der Zeit. Deswegen hat Gott den letzten Gesandten Mohammed gesandt, Friede und Segen sei auf ihm, um die Menschen wieder zum wahren Weg zu rufen. Und jeder Prophet hat dieselbe Botschaft gepredigt. Und diese Botschaft ist der einen Gottglaube. Jeder Prophet hat dazu aufgerufen, dass die Menschen an den einzig wahren Gott glauben und ihn alleine anbeten sollen. Macht das soweit Sinn für dich? Ja, bis jetzt schon. Also jetzt, wo du das so sagst, auf jeden Fall. Okay. Inwieweit hast du dich schon mit der Bibel beschäftigt? Naja, dadurch, dass ich konfirmiert worden bin, ne, gut, ich kenne nur das Vaterunser, mehr kenne ich nicht, ne? Das war's eigentlich. Okay, also, kurz nochmal zusammengefasst, weil wir Muslime glauben, und das ist auch bei der Bibel beispielsweise, ist es ganz klar nachweisbar und ersichtlich, dass die Bibel mit der Zeit verändert wurde, verfälscht wurde, dass das es Hinzufügungen gab. Das habe ich aber auch mitbekommen, ne? Dass die Bibel, die wir jetzt haben, gar nicht die Bibel ist, sondern komplett anders da gebracht worden ist. Also sie ist natürlich nicht komplett anders, aber Teile der Bibel wurden, entweder wurde was hinzugefügt oder es wurde was rausgenommen oder es wurden Dinge einfach verfälscht. Ja. Und meiner Meinung nach, meine Aussage ist jetzt, dass solch ein Buch nicht mehr von Gott ist. Es ist ja nicht mehr das, was Gott ursprünglich offenbart hat. Das heißt, wenn man der Bibel folgt und es ist bekannt, dass die Bibel verfälscht wurde, dann folgt man ja nicht mehr 100% Gottes Wort. Richtig? Richtig. Und es ist ja eigentlich auch so, sonntags ist immer die Kirche, aber normalerweise müsste sie Samstag sein, weil samstags ist Gottestag. Ne, wurde auch auf Sonntag umgestellt. Und aus diesen Gründen sagen wir, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, der nichts anderes gepredigt hat als Jesus und Moses und Abraham und David und alle Propheten, die vor ihm waren, dass er zuletzt gesandt wurde, um die Botschaft ein für alle Mal zu korrigieren. Wir glauben ebenso an Jesus, aber wir sagen, Jesus ist nicht Gott. Weil Gott ist einer, Gott ist kein Mensch, Gott ist nicht gestorben, Gott kann nicht sterben. Gott macht keine Fehler, Gott isst nicht, Gott muss sich nach dem Essen nicht erleichtern, so wie wir Menschen es tun müssen. Gott ist allwissend, allmächtig und so weiter. Wir glauben auch, dass Jesus Wunder vollbracht hat, aber wir glauben nicht, dass er Wunder vollbracht hat, weil er Gott ist, sondern wir glauben, dass er Wunder vollbracht hat, weil Gott es ihm erlaubt hat, diese Wunder zu vollbringen. Moses hat auch Wunder vollbracht, er hat auch das Meer gespalten, aber nicht, weil er Gott ist, sondern weil Gott es ihm erlaubt hat. Genau. So. Macht all das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, macht das Sinn für dich? Wie hört sich das für dich an? Es hört sich auf jeden Fall gut an, weil ich einen anderen Einblick hatte, bevor wir uns getroffen haben. Okay, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Das macht wirklich einen guten Einblick. Ich würde dir gerne, und by the way, diese viele Sachen überschneiden sich sowohl im Christentum, im Judentum als auch im Islam. Ja. Wie gesagt, weil der Islam keine neu erfundene Religion ist, sondern weil es die Fortführung derselben Botschaft ist. Ja. Das heißt, wenn du als, wie war nochmal der Name? Katrin. Genau. Wenn du als Katrin an den Islam glaubst und den Islam annimmst und eine Muslima wirst, was ändert sich für dich objektiv in deinem Leben? Es ändert, dass du den einzig wahren Schöpfer einzig und allein anbetest, ohne ihm etwas beizugesellen. Und es... Was ich wiederum gut finde, ist auch die aus dem Moslem Kopftuch tragen. Muss ich dir wirklich sagen, ich war früher nie dafür, aber jetzt, ne, ich bin jetzt 34 und bin wirklich dafür. Okay, wieso? Weil ich finde, dass nur ein Mann die Frau wirklich mit Haaren sehen sollte und nicht alle Männer. Ne, warum denkst du das? Wie bist du zu dieser Erkenntnis gelangt? Warum hat sich so deine Meinung darüber geändert? YouTube. Da gibt es ein Pärchen. Die reden über den Islam, reden auch über Kopftuch. Und das hat so ein bisschen bei mir was geändert, weil es ist ja wirklich so. Nur der Mann, der dich wirklich liebt, sollte auch deine Haare sehen oder dein Gesicht sehen oder deinen Körper sehen, sonst keiner. Also
Im Islam ist es so, es gibt Gebote und Verbote. Ja. Dinge, die man tun soll und muss und Dinge, die man nicht tun darf. Und jedes Gebot und jedes Verbot hat einen Sinn und hat eine Weisheit, die dahinter steckt. Natürlich. Und du warst jetzt so, du hattest jetzt das Glück, dass du in dieser Angelegenheit mit der Kopfbedeckung die Weisheit dahinter erkennen konntest. Ja, obwohl ich deutsche Frau bin, ne? Also ich komme komplett aus Deutschland. Früher habe ich gesagt, oh Gott, Kopftuch, gar keinen Fall. Eine Frau sollte sich immer zeigen. Ne? Mhm. Und dann durch YouTube und durch Instagram habe ich mal richtig gemerkt, wie sehr auch die Leute sich lieben, also das Pärchen sich liebt. Ich finde das gut. Mhm. Schau mal, weil du gesagt hast, dass du Deutsche bist. Ja. Zum Beispiel unser Kollege da hinten, der ist auch hier. Er ist zum Beispiel auch Österreicher. Also er ist kein Türke oder Araber. Ja. Der Islam ist keine Religion für Araber oder für Türken. Der Islam ist eine Religion für die gesamte Menschheit. Ja, also die Tatsache, dass du eine Deutsche bist, ist kein Hinderungsgrund dafür, dass du eine Muslima werden kannst. Ja. Und gibt es für dich irgendeine Fragestellung, irgendeinen Hinderungsgrund, irgendein Punkt, ein Thema, wo du sagst, das hält mich einfach davon ab, muss ich selbst den Islam anzunehmen? Gibt es da irgendwas? Nein. Okay, darf ich dich fragen, warum du den Islam nicht annimmst? Ich hatte bis jetzt noch gar keine Möglichkeit dazu, sag ich dir, wie es ist. Ne? Hast du dich vorher schon mal mit dem Islam beschäftigt? Nur durch meinen Ex-Mann. Er ist damals zum Islam gegangen und hat wirklich nur positiv davon geredet. Ne? Mhm. Mein Ex-Mann ist auch Deutscher. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ne? Mhm. Würdest du, schau mal, der Islam ist ein Weg, okay? Und ein Weg ist nicht einfach nur ein Punkt, sondern es ist, fängt hier an und endet irgendwo. Genau. Das heißt, wenn du zum Islam konvertierst und eine Muslima wirst, dann beginnst du deinen Weg. Und alles, was den Islam betrifft, was du als Muslima tun sollst, was du unterlassen sollst, das wirst du alles mit der Zeit nach und nach lernen. So wie alles im Leben. Ja. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, sagt man. Ja, genau. Und deswegen lernt man. Was sind die Gebote, was sind die Verbote, was ist die Religion, wie ist alles überhaupt richtig aufgebaut, wer ist Allah, wer ist der Prophet Muhammad, diese ganzen Fragestellungen werden sich mit der Zeit alle klären. Deshalb stelle ich dir jetzt einfach die Frage, weil ich dir die Möglichkeit geben möchte. Ja. Wärst du bereit, möchtest du den Islam annehmen? Gerne. Würdest du jetzt hier den Islam annehmen? Ja. Okay, sehr schön. Also, um den Islam anzunehmen, ist nichts Großartiges erforderlich. Du musst die Shahada, das Glaubensbekenntnis, aussprechen. Okay. Bezeugen, dass es nur einen Gott gibt und dass der Prophet der Gesandte ist. Und wenn du das getan hast, bist du schon Muslima. Du musst nicht in eine Moschee gehen, du musst vor keinem Gremium auftreten. Du machst das jetzt mit mir zusammen und danach gehst du als Muslima wieder weg. Okay. Aber ich möchte dich vorher erstmal fragen, triffst du diese Entscheidung jetzt bewusst? Ich möchte dir nicht etwas einreden, wovon du nicht überzeugt bist. Nee, ich finde es sogar besser wie jetzt hier Evangelium oder so. Ne? Finde ich sogar besser, weil das sind bessere Regeln. Und man fühlt sich auch besser. Das habe ich bei meinem Ex-Mann gesehen. Ne? Mhm. Der ist auch zum Moslem. Zum Islam konvertiert. Genau, konvertiert und ihm ging es besser. Mhm. Also. Okay, wollen wir dann gemeinsam die Schahada aussprechen, das Glaubensbekenntnis? Ja, wenn ich das aussprechen kann. Ich spreche das ganz langsam und deutlich vor, dann kannst du es mir gerne nachsprechen. Okay. Und noch etwas, wenn wir das gemeinsam gemacht haben, dann werde ich dich nicht hier einfach loslassen und du wirst wieder durch die Gegend umherirren, sondern ich würde gerne, dass du mit uns in Kontakt bleibst, weil wir haben im Hintergrund, haben wir Möglichkeiten und Projekte, wo neue Muslime aufgenommen werden und Leute an deine Seite gestellt werden, eine Frau logischerweise, weil du eine Frau bist, die dir dann die Sachen beibringt, die dich an die Hand nimmt, die dich einführt, damit du nicht einfach alleine bist, weil es macht keinen Sinn, dass du jetzt hier das Glaubensbekenntnis aussprichst und dann gehst du und machst genauso weiter wie vorher. Natürlich. Weil die Konversion zum Islam sollte auch eine Veränderung in deinem Leben hervorrufen. Genau. Und darin wollen wir dich auch im Nachhinein unterstützen. Ja. Okay, dann spreche ich mal das Glaubensbekenntnis aus und du sprichst mir nach, okay? Ich sag erstmal, was es auf Deutsch bedeutet, damit du weißt, was du sagst. Das Glaubensbekenntnis besagt, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Ja. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das ist das, was du jetzt gleich mit mir auf Arabisch sagen wirst. Ich werde es vorsprechen, du wirst es nachsprechen. Und wenn du in der Aussprache ein, zwei Fehler machst, ist das überhaupt nicht schlimm. Okay. Also,
Wir sagen es zusammen. Eschhedu. Eschhedu. En la. En la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa eschhedu. Wa eschhedu. Enna. Enna. Muhammad. Muhammad. Rasulallah. Rasulallah. War gut. Du bist eine Muslima. Alhamdulillah. Herzlich willkommen. Du bist nur eine Schwester von uns. Und leider... Ah, da darf man das gar nicht. Genau. Entschuldigung, wusste ich nicht. Na, ist überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Das ist das, was ich meine. Du wirst jetzt als eine Muslima, du hast jetzt ein neues Kapitel in deinem Leben aufgeschlagen und vielleicht auch als Information für dich, deine gesamte Vergangenheit, alles, was du in deinem Leben jemals getan hast, ist komplett vergangen. Okay. Ausgelöscht. Du bist jetzt ein neugeborener Mensch. Das ist dein zweiter Geburtstag jetzt. Du bist wie ein Baby. Du hast in deinem Leben noch nichts gemacht. Keine guten Taten, keine schlechten Taten. Das ist gut. Alles, was du jetzt, ab jetzt machst, zählt. Und alles, was vorher war, ist jetzt Geschichte. Deswegen, wie ich auch vorhin erwähnt habe, du wirst diese Dinge lernen. So, du wolltest zum Beispiel jetzt den hier machen, ne? Du hast gesagt, tut mir leid, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, genau, du wusstest es nicht. Aber du wirst diese ganzen Sachen peu à peu, langsam, langsam, wirst du dir diese Sachen aneignen. Und dabei wollen wir dich auch unterstützen. Gerne.